Unnütz müsste man sein. Dieser Stoßseufzer erdringt sich zurzeit wohl so mancher Künstlerkehle zwischen Anchorage und Kapstadt. Denn Anfang September mausert sich die oberösterreichische Landeshauptstadt wieder einmal für ein paar Tage zur Weltkapitale der Hightech-Kunst. Gerfried Stocker, der Intendant der Ars Electronica, muss sich zurzeit einiges an Kritik anhören. Der große Pionier der Medienkunst in Österreich war, er wirft Ihnen vor, er sagt also wörtlich, zu glauben, dass Kreativität in der Wirtschaft schon Kunst ist, das ist eine Illusion. Und er warnt da eigentlich sehr davor. Er hat da schon große Bedenken. Peter Weibel hat gar nicht so eine große Problematik. So wirft ihm Peter Weibel vor, dass er das Linzer Festival allzu ungeniert der Unterhaltungsindustrie und damit dem Neoliberalismus geöffnet hätte. Wenn man wirklich am großen Geldkuchen der Wirtschaft nascht, auch als Künstler, wie geht's jetzt weiter? Dieses Umfeld, diese enorme Dynamik. Neben Arbeiten ist der Beitrag über das Projekt mit den Hirnzellen der Goldfische. Essen Sie gerne Fisch? Ja, werden Sie vielleicht sagen, aber wirklich Fisch. Für eines der aufregendsten Projekte des Festivals zeichnen diese Herrschaften verantwortlich. Eine Vereinigung von Biologen, Künstlern und Designern, die ihre spektakulären Forschungsarbeiten bereits an der Harvard Medical School präsentiert haben. We must live our individual lives together in order to create a better society. If we assume responsibility, we can defeat all our problems. In ihrem Projekt Fish and Chips wagen die acht jungen Leute eine Gratwanderung auf dem prekären Terrain zwischen Kunst und Naturwissenschaft. Seit einigen Jahren mischt der Österreich durchaus erfolgreich mit, wesentlich besser übrigens als das 10-mal so große Deutschland. Man beachte die weißen Klümpchen im Bild. Das sind die Gehirnzellen, die sich miteinander zu neuronalen Netzen verknüpfen. Da ist es gar nicht so leicht, eine gemeinsame Sprache zu finden. Aber das Problem ist gelöst worden.